Ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im letzten Kapitel, dem roten Kapitel. Das Kapitel heißt Medikamente bewertet und der Abschnitt heißt Medikamente von A bis Z. Es werden aufgeführt rezeptpflichtige Medikamente in alphabetischer Reihenfolge nach Namen. Und am Ende wird dann das Ganze nochmal nach Wirkstoffgruppen aufgeschlüsselt. Und ich bin angekommen bei den gefäßerweiternden Mitteln. So, das sind die anderen Abschnitte waren relativ kurz. Das ist wieder ein bisschen ein längerer Abschnitt. Gefäßerweiternde Mittel. Dihydralazin verringert die Spannung in der glatten Muskulatur der Arterienwand kleiner Blutgefäße in Armen und Beinen. Dadurch erweitern sich diese und der Widerstand, gegen den das Herz das Blut durch den Kreislauf pumpt, nimmt ab. Der Blutdruck sinkt. Minoxidil wirkt ähnlich. Die Kehrseite der gefäßerweiternden Wirkung dieser Mittel ist, dass sich gleichzeitig die Herzfrequenz erhöht, sodass das Herz schneller schlägt. Auch stimulieren die Wirkstoffe das sympathische Nervensystem, wodurch die Nieren verstärkt Natrium zurückhalten. Durch die erhöhte Salzkonzentration im Gewebe lagert sich mehr Wasser ein. Dihydralazin mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck. Nur in Kombination mit anderen Mitteln, wenn der Blutdruck mit geeigneten Einzelsubstanzen oder deren Kombination nicht ausreichend gesenkt werden kann. Es fehlen Studien, die zeigen, dass Folgeerkrankungen seltener auftreten oder die Sterberate verringert wird. Minoxidil. Mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck. Nur in ständiger Kombination mit einem Beta-Blocker und einem Diuretikum, wenn geeignete Einzelsubstanzen oder Kombinationen nicht ausreichend wirken oder nicht vertragen werden. Es fehlen Studien, die zeigen, dass Folgeerkrankungen seltener auftreten oder die Sterberate verringert wird. Ob durch die Mittel auch Folgeerkrankungen des hohen Blutdrucks wie Herzschwäche, Herzinfarkt und Schlaganfall verhindert oder die Sterberate gesenkt werden kann, ist noch nicht nachgewiesen. Daher sind Dihydralazin und Minoxidil nur eingeschränkt empfehlenswert. Wichtig zu wissen: Wenn Sie die gefäßerweiternden Medikamente allein einnehmen, besteht ein hohes Risiko für unerwünschte Wirkungen auf Herz und Kreislauf. Die unerwünschten Wirkungen lassen sich ausgleichen oder ganz vermeiden, wenn Dihydralazin und Minoxidil mit einem Beta-Blocker zur Verlangsamung des beschleunigten Herzschlags und einem Diuretikum zum Ausschwemmen des eingelagerten Wassers kombiniert werden. Nur in dieser Kombination sind beide Mittel bei hohem Blutdruck einzusetzen und auch nur dann, wenn dieser mit besser verträglichen Mitteln oder Kombinationen daraus nicht gesenkt werden kann. Oder besseren Kombinationen daraus nicht ausreichend gesenkt werden kann. Ja, verstehe ich. Wenn dieser mit besser verträglichen Mitteln oder Kombinationen daraus nicht ausreichend gesenkt werden kann. Besonders zu Beginn der Behandlung kommt es häufig bei bis zu 10 von 100 Behandelten zu einer starken Blutdrucksenkung mit Schwindelanfällen, Übelkeit oder einer kurzen Ohnmacht. Sie sollten dann kein Fahrzeug lenken und keine Maschinen bedienen. Es ist empfehlenswert, die Dosis zu Beginn sehr niedrig zu wählen und nur langsam bis zur angestrebten Menge zu erhöhen. Zu Behandlungsbeginn und bei zu rascher Steigerung der Dosis können Angina pectoris Beschwerden einsetzen.
Anzeichen dafür sind Schmerzen hinter dem Brustbein, die in Bauch, Rücken und Kiefer ausstrahlen können. Wenn Sie Dihydralazin und Minoxidil gemeinsam mit einem Beta-Blocker einnehmen, ist das Risiko für diese unerwünschte Wirkung geringer. Bei Dihydralazin treten bei bis zu 10 von 100 behandelten Magen-Darm-Beschwerden auf wie Appetitmangel, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall sowie Kopfschmerzen und Hitzewallungen im Gesicht. Auch bei Minoxidil kann es zu Übelkeit und Magenbeschwerden kommen. Minoxidil verstärkt den Haarwuchs, eher feine Körperhaare werden länger, dichter und dunkler. Die vor allem Frauen störende Nebenwirkung vergeht, wenn das Mittel abgesetzt wird. Wenn die Haut sich rötet und juckt und sich zudem Bläschen bilden, können dies erste Anzeichen für sehr schwerwiegende Reaktionen auf das Arzneimittel sein. Setzen Sie die Arzneimittel dann ab und suchen Sie Ihren Arzt auf. Wenn Sie eine unerklärliche Gewichtszunahme, Wassereinlagerung an Armen und Beinen feststellen oder das Gesicht aufgedunsen wirkt, sollte der Arzt die Dosis von Dihydralazin und Minoxidil verringern oder die begleitende Diuretikagabe erhöhen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, bei Kindern sollten beide Arzneimittel nicht angewendet werden, weil damit keine ausreichende Erfahrung vorliegen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Als Mittel der Wahl zur Behandlung des hohen Blutdrucks in der Schwangerschaft gilt Methyldopa, das für diesen Wirkstoff Langzeituntersuchungen über mögliche Spätfolgen bei den Kindern gibt. Dihydralazin sollte nach Herstellerangaben nicht in den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten eingenommen werden. Ob Minoxidil das Ungeborene schädigen kann, ist unklar. Während der Stillzeit sollten Sie die beiden Arzneimittel sicherheitshalber nicht einnehmen, da sie in die Muttermilch übergehen und unklar ist, ob dies für den gestillten Säugling eine Gefahr darstellt. 60 plus für ältere Menschen. Bei ihnen kommt es besonders häufig zu den beschriebenen unerwünschten Wirkungen. Das gilt vor allem bei bereits bestehender koronarer Herzkrankheit mit Angina pectoris oder nach überstandenem Herzinfarkt. Es geht weiter mit kaliumsparendes Diuretikum. Und da geht's morgen mit weiter. Ich mache für heute Schluss. Tschüss.